Ciao ragazzi, ciao Italia! Mein Name ist Martin Sachsenweger, ich bin wieder unterwegs, um schöne Fotos zu machen. Und zwar heute nicht im schönen Bayern, sondern ich habe mich spontan dazu entschlossen, nach Südtirol zu fahren, in die Dolomiten, ein paar Tage, um dort die bekanntesten Fotospots sozusagen abzuarbeiten, zu erleben. Ich habe von den ganzen Spots ehrlich gesagt noch keinen persönlich gesehen. Deswegen freue ich mich ganz besonders darauf. Ich bin heute Morgen losgefahren in der Nähe von München. Es war sehr viel Verkehr. Bin circa 5 Stunden gefahren bis Brixen und bin jetzt in der Nähe des Lago de Braies, also Praxer Wildsee, um diesen zu fotografieren. Ich hatte eigentlich vor, den heute Abend zum Sonnenuntergang und morgen früh zum Sonnenaufgang zu fotografieren, um dann weiterzufahren Richtung Seisealm. Das werde ich auch machen. Allerdings regnet es gerade und es blitzt und donnert. Mal schauen, was das heute noch wird. Aber jemand hat mal zu mir gesagt, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Ausrüstung und schlechte Klamotten. Deswegen packen wir es an. Ja, hallo Leute, ich habe es geschafft. Ich bin am Praxer Wildsee angekommen und es ist ehrlich gesagt so, wie ich es erwartet habe. Sehr regnerisch, neblig, moody sozusagen, aber wunderschön. Also es ist eine ganz tolle Kulisse. Die Berge sind tatsächlich noch im Nebel. Ich versuche aber jetzt trotzdem mal ein paar coole Schüsse hinzubekommen. Und vor allem suche ich jetzt schon nach einer Location für morgen früh, weil morgen früh habe ich nicht so viel Zeit wie heute Abend. Ich bin jetzt hier am Ufer von dem Praxer Wildsee, bin so ein bisschen rumgegangen und habe ein schönes Plätzchen gefunden mit einem schönen Stein. Die Bötchen, die so bekannt sind, sind auch mit drauf und versuche jetzt hier noch mein Glück. Mach's tatsächlich wieder mit einer Langzeitbelichtung, weil ich der Meinung bin, dass das Wasser einfach schön glatt noch schöner aussieht und noch mehr spiegelt. Also, bin gespannt aufs Ergebnis und morgen früh geht's weiter. Knapp vor Sonnenuntergang und ich freue mich total, weil ich bin wirklich komplett alleine hier, kann in Ruhe Bilder machen und vor allem auch nochmal dieses tolle Ambiente hier genießen. Tagsüber soll ja hier wirklich sehr viel los sein, alle Boote auf dem Wasser und tausende von Touristen. Jetzt ist es ganz anders, das Wetter ist natürlich auch Mist, also für Touristen, für Fotografen finde ich es ehrlich gesagt sehr, sehr spannend. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Ich melde mich morgen früh wieder. Und Servus zusammen. Ja, aus meinem Vorhaben, dass ich heute Morgen früh aufstehe und den Praxer Wildsee nochmal beim Sonnenaufgang zu fotografieren, ist diesmal leider nichts geworden. Ich bin um 5.30 Uhr aufgewacht, aufgestanden, habe rausgeschaut und es hat geregnet in Strömen und sah tatsächlich noch deutlich schlechter aus wie am gestrigen Abend. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, mich nochmal umzudrehen und dann gemütlich zum Frühstück zu gehen und dann heute weiterzufahren. Und ich beziehe jetzt heute mein neues Quartier, und zwar in der Nähe von der Seiseralm. Auf dem Weg hierhin habe ich jetzt aber den Würzjochpass genommen und bin jetzt hier an dieser wunderschönen Kirche angekommen, die glaube ich auch fast jeder kennt. Leider auch hier Regen und ja, bedeckter Himmel bedeutet, man kann das imposante Bergmassiv hinter der Kirche nicht sehen, die das eigentlich so besonders macht. Aber gut, jetzt bin ich hier, jetzt mache ich natürlich ein paar Moody-Bilder und vielleicht habe ich es in den nächsten Tagen auch einfach nochmal hier hinzukommen. Was ich übrigens sehr, sehr gerne mache, ist mir am Abend vorher oder am Tag vorher
immer schon mal die Location anzuschauen. Hier ist das jetzt nicht so dramatisch, weil es liegt direkt an der Straße. Und hier ist auch eine kleine Plattform für Fotografen extra oder für um Fotos zu machen. Ich mache das aber immer super gerne, damit ich am Morgen nicht den Stress habe, mir dann die richtige Location zu suchen, den richtigen Platz zu suchen. Fahre ich lieber am Tag vorher oder tagsüber dorthin und schaue, von wo ich den besten Blick habe, den besten Winkel und was für ein Equipment ich brauche. Gestern am Harzer Wildsee ist mir zum Beispiel aufgefallen, dort hätte ich auch guten Teleobjektiv gebrauchen können, um einfach diese Bötchen schön nah ranzuzoomen. Und das habe ich im Hotel vergessen, beziehungsweise dort gelassen, weil ich dachte, na, das brauchst du bestimmt nicht. Aber da wurde ich eines Besseren belehrt. Ich mache jetzt noch ein paar Bilder und bin gespannt, wie es im Moody-Look ausschaut. So, jetzt zeige ich euch mal gerne ein bisschen was zu den Einstellungen. Und zwar verwende ich jetzt gerade mein Standardobjektiv 24 bis 105. Das ist in dem Falle wirklich ausreichend. Man kann nah ranzoomen an die Kirche. Ich kann aber auch ein Panorama weiter wegnehmen mit dem Zaun zum Beispiel, finde ich auch ganz interessant. Habe heute ein Verlaufsfilter vorne drauf gespannt. Den muss man natürlich ab und zu mal trocken machen. Warum habe ich das gemacht? Das liegt einfach daran, es ist zwar regnerisch und relativ dunkel, aber der Himmel ist doch sehr hell. Wir haben jetzt fast Mittag und naja, damit der Himmel nicht so komplett ausbleicht und komplett ausbrennt, habe ich mich dazu entschlossen, den Verlaufsfilter drauf zu packen. Das Grün der Wiese ist total schön, finde ich. Das ist mega saftig und ich glaube, da kann man noch einiges rausholen. Ich arbeite mit Blende 8 aktuell und ISO 100 und stelle wieder manuell scharf. So, und jetzt habe ich tatsächlich auch nochmal von Hochkant in Querformat gewechselt. Finde ich jetzt in dem Falle sogar etwas schöner, weil der Fokus nicht auf die hohen Berge, die im Nebel liegen, liegt, sondern tatsächlich auf die Kirche und den ja, Wald mit den Nebelschwaden. Und deswegen finde ich es in diesem Falle tatsächlich im Querformat schöner. Das Bild ist im Kasten. Ich werde jetzt weiterfahren Richtung Salzeralm. Ab heute Abend soll es aufreißen und die nächsten Tage soll es wirklich schön werden vom Wetter. Ich bin mir sicher, ich werde hier nochmal vorbeischauen, vielleicht zum Sonnenuntergang und hoffen, dass die Bergspitzen in der Sonne liegen. Vielleicht noch ein bisschen Alpen glühen, das wäre natürlich wunderbar. Also, schaut euch die Bilder an. Der Salzeralm angekommen. Ich wollte eigentlich heute Abend mich mal entspannen und gemütlich essen, aber irgendwie hat es mich dann doch wieder in den Fingern gejuckt und ich wollte unbedingt schauen, wo denn ein wunderschöner Spot wäre für einen Sonnenaufgang oder Sonnenuntergangsbild. Und jetzt bin ich mit meinem Rad hier hochgefahren auf die Salzeralm E-Bike. Da geht das mal ganz schnell. Und bin jetzt gerade nach Spots am Schauen, von wo ich am besten schießen kann. Und ich habe hier schon ein paar Stellen gefunden, habe auch ein paar Tipps von anderen Fotografen bekommen. Vielen Dank dafür. Und werde mich hier demnächst wieder einfinden, wenn das Wetter erstens besser ist und zweitens ich keinen Hunger habe. Ja, und jetzt habe ich mich einmal rumgedreht in die andere Richtung, um das einfach mal zu zeigen, wie cool das hier eigentlich aussieht. Es ziehen hier gerade so schön die Nebelschwaden über die Felder, Wiesen, zwischen den Hütten, zwischen den Bergen durch, das ist einfach geil. Und kurz vor Sonnenuntergang ist man hier oben natürlich auch alleine. Deswegen ist es hier auch verdammt ruhig, keine Menschenseele. Jetzt geht es aber erstmal weiter. Ich muss jetzt wieder zurück ins Hotel. Morgen früh geht es aber tatsächlich weiter. Heute aufgestanden und habe mich jetzt aufgemacht zum nächsten Spot hier in Südtirol, und zwar den Lago di Carezza oder Cara See auf Deutsch.
Und dieser See besticht hauptsächlich durch seine unglaubliche Farbe. Der ist total blau, also egal von welcher Seite man sich den anschaut. Und das unglaubliche Bergmassiv, was dahinter steht, und die schönen Nadelbäume, die sich im Wasser spiegeln. Ich habe jetzt aber gemerkt, wo ich hier bin, das Licht spielt nicht mit, die Sonne steht genau entgegen meines Bildes. Hinter dem Berg oder über dem Berg spitzt sie hervor und das macht momentan das ganze Bild kaputt. Das heißt, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, es jetzt sein zu lassen. Ich werde vielleicht heute Abend hier nochmal Bilder machen oder vielleicht werde ich auch nochmal früh aufstehen zum Sonnenaufgang und dann hier fotografieren. Das ist mein Tipp an euch. Informiert euch immer gut, wie die Sonne steht, ob ihr gegen das Licht fotografiert oder nicht, wann die Sonne aufgeht, wann die Sonne untergeht. Es gibt verschiedene Apps. Ich benutze zum Beispiel die App Planet Pro, habe es mir aber heute geschenkt, weil ich sowieso hier mit dem Fahrrad unterwegs sein wollte. Ich bin wieder unterwegs, heute auf der Seiser Alm und heute habe ich ihn gefunden, den Spot, den ich eigentlich schon die ganzen Tage gesucht habe, mit diesen wunderschönen Hütten hier vorne zu sehen und mit dem tollen Gebirge, nämlich mit dem Langkofel im Hintergrund. Und das sieht jetzt wirklich fantastisch aus. Die Sonne ist kurz vorm Untergehen, die Wiesen sind noch schön im Schatten und so ein bisschen angeleuchtet tatsächlich und die Spitzen von den Bergen leuchten. Wunderbar. Ich habe eigentlich gedacht, ich bin hier alleine heute, aber wie man sieht, war das falsch gedacht. Fotografie ist einfach geil und verbindet natürlich. Also ich werde jetzt noch ein paar Shots machen und werde gleich die Beispielbilder zeigen. Ob es lieber hochkant oder ob es eher Querformat ist, das werden wir dann zusammen anschauen. Eigentlich habe ich sogar noch vor, ein bisschen länger zu bleiben. Und zwar bis die Sonne komplett untergegangen ist, also bis die Nacht eingebrochen ist, weil ich hoffe, dass ich noch ein paar Sterne sehe. Also auch da bin ich total gespannt und drück mir die Daumen, dass es funktioniert. Zusammen. Also ich habe es tatsächlich gemacht. Ich bin jetzt noch länger hier oben geblieben. Zum Glück noch mit zwei anderen Fotografen. Das war eigentlich ganz spannend. Ich stehe jetzt hier noch auf der Seiser Alm. Es ist stockedüster. Ich kann überhaupt nichts sehen. Null, nada, niente. Aber es war toll. Konnte tatsächlich auch den Langkofel mit ein paar schönen Sternen erwischen. Die Milchstraße konnte ich auch fotografieren. Allerdings liegt die nicht eingerahmt von irgendwelchen Bergen. Das heißt also, ist eigentlich relativ unspektakulär. Ich freue mich auf jeden Fall total, war wieder eine tolle Erfahrung und hat Spaß gemacht. Habe mir mein Abendessen mit hier hochgebracht und konnte die Aussicht genießen. Die Gespräche unter den Fotografen finde ich auch immer klasse. Also das macht es auf jeden Fall lebenswert, kann man sagen. Ich habe mich jetzt spontan dazu entschlossen, morgen früh zum Sonnenaufgang wieder hier zu sein. Ein Fotograf aus Italien hat mir das empfohlen, hat auch Bilder gezeigt und habe mich total begeistert. Deswegen morgen früh bin ich wieder am Start. Das heißt, ich werde jetzt zurück ins Hotel gehen, fahren mit meinem Fahrrad bis zum Parkplatz und dann weiter bis zum Hotel und dann morgen früh wieder starten. Also, vielen Dank. Bald geht's weiter. Wie heißt denn hier diese Wiese? Ich weiß noch nicht mehr. Wie heißt diese Wiese hier, weißt du? Keine
Ja. Ja, okay. Wie viel haben wir? Kurz nach 6. Buongiorno zusammen, guten Morgen. Ja, wie versprochen, bin ich heute Morgen aufgestanden, 5.30 Uhr, um jetzt um 6 Uhr hier oben auf der Seiser Alm zu sein, um den Sonnenaufgang mir anzuschauen. Man sieht hinter mir den Langkofel und den Plattenkofel und was ich besonders schön finde, ist hier unten dieser Nebel, der sich zwischen diesen Bäumchen entlang schleicht. Also ganz tolles Panorama und ich werde jetzt gleich noch ein bisschen was zu den Einstellungen erzählen. So, zu den Einstellungen am heutigen Morgen. Ich habe die Bildkomposition so ausgewählt, dass man die beiden Bergspitzen hinten im Hintergrund im oberen Drittel des Bildes sieht und unten diese wunderschönen Bäume mit der grünen Wiese und dem Nebel, der langsam sich auflöst. Sieht ein bisschen aus wie in der Toskana, ehrlich gesagt, bis auf die Tatsache, dass im Hintergrund zwei hohe Berge sind. Aktuell bin ich auf Blende 8 mit ISO 100, werde aber gleich mal auf Blende 14 oder 16 gehen, weil ich hoffe, dass hinten links ein Sonnenstern zu sehen sein wird. Ich habe den Verlaufsfilter vorne aufgespannt, einfach deshalb, damit der Himmel nicht ausgebrannt ist und alles, was überhalb von dem Berg ist, nicht zu hell ist. Geiles Panorama. Ich zeige euch jetzt nochmal die Luftaufnahme. Fantastisch. Super geile Stimmung. Seiser Alm, Sonnenaufgang, wunderbar. Ich hätte mir noch ein kleines bisschen mehr von diesem Nebel gewünscht, der jetzt sich leider verzogen hat. Habe jetzt zwei, dreimal die Position gewechselt und es sind, glaube ich, echt ein paar schöne Bilder dabei rumgekommen. Sonnenaufgang in den Bergen ist einfach ein Traum. Das war es jetzt erstmal für heute. Den Rest des Tages wollte ich heute mal ein bisschen entspannen, ein bisschen radeln und die Sonne genießen, bevor es dann bald weitergeht zum Cicheda. Also ich wünsche euch einen schönen Tag und bleibt dran. Nächste Runde, heute wieder hier an der schönen kleinen Kirche. Heute ist das Wetter auf jeden Fall deutlich besser. Ich zeige gleich auch nochmal den Himmel, sodass ich heute wirklich einen coolen Sonnenuntergangsshot hinbekommen werde. Und ich genieße jetzt hier noch so ein bisschen die Abendsonne und warte darauf, dass die Bergspitzen der Geißlergruppe hoffentlich wieder leuchten. Am besten rot und schauen wir, ob es geil aussieht. Ich zeige euch jetzt die Einstellung. Das Bild von der Kirche San Giovanni ist fertig, ist im Kasten. Das hat sich noch super gut entwickelt, das Wetter. Wir haben richtig schönes Alpengrün gehabt. Die Bergspitzen waren toll rot und noch mit so leichten Schleierwolken um die Gipfel. Also einfach cool. Das war's. Schau dir die Bilder an. Hello again. Heute steht der wohl anstrengendste Teil meiner Fotoreise durch die Dolomiten an. Und zwar möchte ich heute den Cicheda in den Dolomiten besteigen bzw. befahren mit meinem Fahrrad, um dort oben am Gipfel tolle Bilder in der Sonnenuntergangsstimmung zu machen, um dann im Dunkeln mit meinem Rad wieder nach unten zu fahren. Ich habe mich vorbereitet, habe also geschaut, okay, welchen Weg kann ich nehmen, der nachts nicht oder abends nicht zu gefährlich ist, sondern der einigermaßen befahrbar ist. Ich habe eine starke Lampe am Rad vorne und hinten, sodass dass ich sicher wieder unten ankommen sollte. Ich hatte kurz überlegt, ob ich mit der Seilbahn nach oben fahre mit dem Fahrrad und dann einfach nur Downhill nach unten fahre. Aber der Ehrgeiz hat mich gepackt. Ich will das jetzt heute schaffen, mit meinem Bike bis nach oben zu fahren und dann mir dort was zu genehmigen, ein Radler oder ein Kaiserschmarrn oder was weiß ich. Die Strecke nach oben beträgt ca. 10 Kilometer über einen Forstweg.
Relativ steil, ehrlich gesagt. Da habe ich selbst mit meinem E-Bike Probleme. Habe jetzt, denke ich, ein Fünftel der Strecke geschafft und bin schon wirklich fertig. Musste schon ein paar Pausen machen. Aber gut, oben angekommen wird sich das dann erübrigen, denke ich. Das Panorama oben vom Cecheda soll einmalig sein. Wunderbare Stimmung, auch mit tollen Wolken spielen. Und da können wir gespannt sein auf die tolle Performance des Bergs. Ich habe heute nicht meine komplette Kameraausrüstung dabei, sondern habe nur meine Canon EOS R und habe ein Objektiv dabei. Ich hoffe, damit komme ich hin. Habe überlegt, ob ich das Stativ mitschleppe, weil die 2 Kilo bis nach oben, die machen sich schon bemerkbar. Habe es aber jetzt gemacht, weil dann stehe ich da oben ohne Stativ, will eine Langzeitbelichtung machen und dann haben wir den Salat. Also ich werde mich jetzt weiter auf den Weg machen und bleibt dran. Fast geschafft. Bin jetzt schon auf 2100 Metern. Da oben ist der Cecheda und ich denke, in einer halben Stunde bin ich oben. Very tough, aber geil. Leider fängt es gerade ein bisschen an zu regnen, aber ich habe Regenjacke dabei. Alles paletti. Und weiter. Ich bin oben angekommen, nicht ganz auf dem Gipfel vom Cecheda, aber auf jeden Fall da, wo man die schönen Fotos machen kann. Und ich bin schneller hier oben gewesen, als ich gedacht habe. Es hat circa 2 Stunden gedauert mit dem Fahrrad und das letzte Stück dann noch zu Fuß. Und jetzt habe ich noch genügend Zeit, um mir hier noch ein schönes Plätzchen zu suchen, ein bisschen die Location auszukundschaften. Und ich habe jetzt mal angefangen, habe mir hier so einen schönen Vordergrund gesucht, ein bisschen Moos, einen kleinen Stein. Und habe versucht, die Spitzen, das Panorama von dem Cecheda mit einzufangen. Ich habe jetzt heute nicht das Weitwinkelobjektiv mit, sondern das Standardobjektiv. War jetzt im Endeffekt ein Fehler, weil ich relativ nah dran bin. Und deshalb habe ich mich auch dazu entschlossen, meine Kamera jetzt quasi kopfüber aufzubauen, aufzuhängen. Damit ich noch tiefer in Richtung Boden kann und somit mehr drauf bekomme vom Bild, gerade für den Vordergrund. Ich habe jetzt 2 Versionen gemacht, einmal die Langzeitbelichtung mit ca. 1 Minute mit einem 1000er ND-Filter und einmal ganz normaler Shot ohne Filter und die unterscheiden sich nicht dramatisch. Ich habe eigentlich gedacht, dass die Wolken oben an der Spitze ein bisschen schöner ausschauen. Aber es ist kein großer Unterschied, also den Aufwand kann man sich heute sparen. Vielleicht kommt die Sonne noch mal raus, vielleicht auch zum Sonnenuntergang. Ich bleibe auf jeden Fall dran. Ich habe jetzt hier oben auf Cecheda ein paar Bilder gemacht, Landschaftsbilder, Hochkant, Querformat, Langzeitbelichtung, normaler Shots. Und das Wetter ist jetzt wirklich zugezogen, es sind ziemlich dunkle Wolken und es sieht einfach nicht schön aus. Deswegen glaube ich, bringt es nichts jetzt hier oben noch 3 Stunden oder 2 Stunden zu warten, bis die Sonne untergeht, um dann das Risiko einzugehen, runterzufahren. Deswegen habe ich beschlossen, ich esse jetzt hier oben noch zu Abend und trinke einen Radler und werde dann nachher runterdüsen. Es sind trotzdem ein paar coole Bilder dabei, nicht so wie ich es mir erhofft hatte, aber trotzdem mit einer ganz coolen Stimmung, ich finde. Also heute wird es leider nichts mehr mit Abendbildern, aber dafür geht es morgen früh nochmal weiter zum Parkser Wildsee.
habe mich dazu entschlossen, dort nochmal hinzufahren. Vielleicht habe ich nochmal Glück mit dem Sonnenaufgang. Und da kommt mein Essen auch schon. Schön. Grazie. Buon appetito. Was sagt man denn jetzt? Ich weiß es nicht. Na, habe ich dann eben aufgehört. Das ist immer witzig, wenn du jetzt 5 Tipps zum Beispiel drehst, ja, und bei jedem dann sagst so, hallo. Ja, das nervt mich auch immer. Also ich sag das auch jedes Mal. Hallo. Vor allem, weil du es dann 5-mal sagst und die Leute das ja innerhalb von 5 Minuten. Ja genau, ich mach's halt nur einmal am Tag oder so. Ja. Aber die sehen es halt immer alle paar Sekunden oder so. Genau. Genauso wie ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja. Ja, das ist auch scheiße. Sagen. Ja. Das ist auch scheiße. Kannst du auch nicht sagen. Es reicht ja, wenn du es einmal sagst. Ja. Überraschung. Ich habe mich doch dazu entschlossen, nochmal ein bisschen hochzufahren, um doch nochmal mein Glück zu versuchen. Die Sonne ist jetzt nochmal durchgekommen und der Blick war wirklich fantastisch. Es ist zwar jetzt noch nicht Sonnenuntergangszeit oder Sonnenuntergangsstimmung, aber das Ambiente ist trotzdem toll. Wir haben so ein goldenes Licht und die Wolken sahen sehr dramatisch aus, oben an der Spitze. Ich habe hier noch einen Fotografenfreund getroffen, der schon mit auf der Salsa Alm mit mir war. Und der übernachtet heute hier oben auf einer Alm. Und da haben wir uns spontan jetzt zusammengefunkt und machen jetzt noch gemeinsam ein paar Bilder. Ich zeige jetzt ein bisschen was zu den Einstellungen und dann geht es für mich aber auch wieder abwärts. Ja, Blende 8, ISO 100. Ich habe, wie gesagt, mein Weitwinkelobjektiv nicht dabei, habe aber meinen Verlaufsfilter oben drauf gespannt, damit die Wolken ein bisschen dramatischer ausschauen. Und das Panorama ist eigentlich echt cool. Ich habe es jetzt so ausgewählt, dass man hier im Vordergrund die Wiese noch schön sieht und diese massiven Felsen im Hintergrund dann ein absolutes Highlight geben. So, jetzt aber wirklich, jetzt wage ich den Abstieg. Es ist jetzt wieder zugezogen, aber ich denke, das Bild von gerade, das war es dann tatsächlich ziemlich geil geworden. Heute der letzte Tag meiner Südtirol-Fotoreise und es hat mich wieder dahin verschlagen, wo alles begonnen hat, nämlich hier am Parkser Wildsee. Ich habe ja spontan entschieden, noch eine Nacht dran zu hängen, um hier vielleicht nochmal mein Glück herauszufordern, einen schönen Sonnenaufgang hinzubekommen oder wenigstens einen klaren Himmel hinzubekommen. Aber das wird auch heute nicht funktionieren, weil es hat heute Nacht wieder geregnet und es ist sehr wolkig. Das macht aber nichts. Ich habe auf jeden Fall ein paar schöne Bilder im Kasten. Vielleicht nicht hundertprozentig so, wie ich gedacht hatte. Aber that's life, das ist Fotografie. Manchmal muss man einfach mehrmals an einen Ort kommen. Und hierhin werde ich sicherlich auch nochmal kommen. Was mir aufgefallen ist, ich dachte heute Morgen wieder, ich bin der Einzige. Aber hier sind bestimmt schon 30 Fotografen am Ufer. Und zwar ziemlich genau hier hinten bei dieser Hütte, wo die berühmten Schiffchen oder Bötchen liegen. Und deswegen habe ich mich jetzt hier ein bisschen an die andere Uferseite begeben, um auch mal andere Perspektiven nochmal zu sehen und dem ganzen Crowd aus dem Weg zu gehen. Jetzt gerade habe ich hier noch einen schönen Spot oder ein schönes Motiv gefunden, was ich so eigentlich noch nie gesehen habe. Und das zeige ich dir jetzt. Und zwar finde ich es total schön, diese berühmte Holzbude mit den Schiffchen davor, die ja sonst immer in Bergseite fotografiert wird. Auch einfach mal von dieser Perspektive zu zeigen, weil dahinter auch eine schöne kleine Kapelle ist und die kennt man eigentlich so gar nicht, aber ich finde, die ist ehrlich gesagt auch sehenswert. Und zwar wäre das dann der Ausschnitt. Jetzt habe ich nur gerade das Problem, dass die Bötchen langsam reingeholt werden oder fertig gemacht werden.
Das heißt, es bewegt sich alles, die Bötchen bewegen sich. Bedeutet aber auch, dass ich keine Langzeitbelichtung machen kann. Aber wurscht, ist trotzdem ein sehr, sehr schönes Motiv. And that's the real situation. So, das war's. Ich beende jetzt meine Fotoreise hier in Südtirol am wunderschönen Pragser Wildsee. Hab wunderschöne Bilder, wunderschöne Aufnahmen hinbekommen, tolle Landschaften kennengelernt, entdeckt, gesehen, fotografiert, tolle Menschen kennengelernt, tolle Fotografen. Und es war auf jeden Fall eine super Zeit hier in Südtirol. Ich werde definitiv wiederkommen und ich werde die besten Bilder dieses Trips jetzt im Abspann nochmal zeigen und würde mich über jedes Kommentar freuen. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit, passt alle auf euch auf und vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid. Ciao.